So, lala. Da war ich dann mal kurz im Buckelwart, hab den ganzen Mist von A nach B verarbeitet und hab mich ganz so gefreut und generell überhaupt. Und jetzt sind wir hier wieder in Schattenkreuch. Ist das nicht schön? Wir haben eigentlich gar keine Zeit verbraucht. Also es hat gerade mal 6 Minuten gedauert, das Ganze zu machen. Also ich habe mich jetzt ein bisschen angehalten, hab ein bisschen flugknallig. Das geht alles, man muss nur wollen, sag ich mal. So, aber immerhin haben wir jetzt wieder 30 wunderprächtige, sogar 31 wunderprächtige Inventar-Slots frei. Um hier mal ein bisschen zu wirken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese Löcher zu machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft besonders viel tun wird. Ach, guck mal, der... Also die hohen Krieger scheinen ja irgendwie, prinzipiell eigentlich nicht so... Also, der hat den einen hier mehr oder weniger jetzt verscheucht. Übrigens, die Maximalmenge an Hohlen... Ich wäre erledigt. Aha. Die Maximalmenge an Hohlen, die ich gleichzeitig töten kann, sind, heißt 3. Und davon muss einer ein Fernkämpfer sein. Es dürfen nicht 2 Fernkämpfer sein, es dürfen auch nicht, es dürfen nur nicht 3 Nahkämpfer sein. Aber ich glaube, 3 Nahkämpfer kann ich nicht von behalten. Also, zumindest gegen 3 hat super funktioniert. Was? Die tauchen jetzt selber auf, oder was? Weil der Grund ist ganz einfach, weil die Fernkämpfer halten einfach nichts aus. Und die, ja, die anderen Typen kann ich halt immer auf Distanz halten. Das ist mal ganz praktisch. Kosten meine Spells eigentlich prozentual Mana? Oder je mehr Magie ich habe, desto... Ich habe schon wieder Punkte, fällt mir gerade so auf. Je mehr Magie ich habe, desto besser kann ich da... Desto länger kann ich die aufhalten. Das kommt mir zumindest mal so, immer noch so... Alter, jetzt war ich... Ja, hört doch mal auf aufzuweichen hier, verdammt. Ich versuche dich zu treffen. Also, nicht, dass du mich treffen solltest, ist... Wenn, dann treffe ich dich und nicht andersrum, aber trotzdem. Ich habe nicht gesehen, was er bei hatte. Der hatte... Oh, hier ist er noch. Dann hast du Collapse Soul. Ja, das ist doch gleich. Das kann ich auch mal... Kann ich auch sofort machen, weil ich denke mal, ich werde mich ja sowieso gleich auf eine längere Schlacht einstellen dürfen. Was macht denn Danas das jetzt? Ich habe jetzt gerade nichts geklickt. Ja, Danas dann... Ja? Unser Clan hat schon zu viel Leid erlebt. Ja, das frage ich sie gleich. Warte mal, machen wir mal. Oh, jetzt? Oh, das ist der super tolle Tipp. Ja, in Danas, dann mach doch mal. Leg los! Bevor sie respawnen. Hä? Ja, bin ich jetzt doof? Ist das mit X und... In Danas zu... Ich hab jetzt... Ich drück jetzt hier einfach X und... Ich hätte jetzt so lange X gedrückt, bis es hier... Hä? Ich raff so wenig, was ich hier machen soll. Also, warum kann ich eigentlich mit X meine Hände so zum Leuchten bringen? Hat das irgendeinen Sinn? Ja, wie ist das jetzt ein Hinweis, den ich ausblenden kann, oder? Irgendwie bin ich zu doof dafür, habe ich das Gefühl. Ich dachte halt, die macht das mehr oder weniger von alleine, aber scheinbar. Ich bin verwirrt. Ja, das ist ja schön, aber das ist. Weil das ist ein totales Platzhalter-Symbol, was da ist. Ja, danach, mach doch mal, leg doch hier mal los. Oder hier. Da! Nee, doch nicht. Das war nur der hohen Schütze, die ich suchen konnte, was ich übrigens noch nicht gemacht habe. In Danas, was ist denn jetzt mit dir nicht in Ordnung? Ich denke, diese Löcher sind wichtig. Und jetzt auf einmal... Ja, in Hallo. Ja, schön, aber... Ach, jetzt macht es auf einmal. Ach. Zumindest sieht es so aus, als würde sie jetzt gerade um was Tolles tun. Ey! So, na bitte. Ein noch schon mal zu, das ist ja schon mal brechend. So, können wir mit ihr gleich nochmal reden. Unser Clan hat schon zu viel Leid erlebt. Aber ich würde mich gerne mal wissen, warum sie nicht woanders hin können. Wo denn? Wollt ihr, dass wir in eine Stadt ziehen? Wollt ihr, dass wir nach Marbrook ziehen? Auf keinen Fall. Wir gehören zum Volk des Baumsafts. Dieser Wald ist unser Zuhause. Das war er seit jeher und das wird er auch immer sein. Man könnte ja eigentlich meinen, dass hier genug Platz ist. Ich bin hier durch so viel leeres Feld durchgelatscht. Da müsste man auch eigentlich davon ausgehen, dass man irgendwo hier einfach nur ist. Die sind ja scheinbar in der Lage, sich in so komischen Bäumen anzusiedeln. Zumindest sieht das so aus, als könnten die Bäume relativ schnell und kostengünstig irgendwie umbauen. Das ist, wurde ja offensichtlich in der Vergangenheit gemacht. Weil sonst würde es ja diese Bäume nicht geben. Und. Ja, Tina, reden die eigentlich mit mir? Seid gegrüßt. Ja, grüß dich. Ich versuche hier nur Löcher zuzumachen. Das ist ja wirklich ein Rätsel. Es ist ja nicht nur, dass die Auswahl zwischen Marbrook und nichts ist, sondern es gibt ja tatsächlich noch ein paar andere Orte. Jetzt mal ohne Witz. Aber es ist. Vor allen Dingen würde ich ja trotzdem gerne mal ein bisschen was. Zur Geschichte von diesem Ort erfahren. Weil irgendwie so richtig was rauszukriegen, ist es ja nicht, außer dass es hier anscheinend Kohle gibt und das war's. Und Kohle nicht verdammt schnell langsam töten kann nur. So, vor allen Dingen macht die. Ach, jetzt macht es auf einmal von alleine, das ist ja schön. Yay! Warum kann ich das eigentlich nicht, so eine komische Magie da benutzen? Warum ist hier eigentlich ein Loch in der Burg? Ich bin ja schon durch den Vordereingang gegangen und andere Leute rennen hier einfach durch Dings durch oder was. Ja, ist ja gut. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Hinweis. Da hinten stehen noch mehr. Warum stehen die Hohen? Ach, bleib mir fern, du komischer Hohle. Die halten
Schaden ist gar nicht so viel aus, wie ich dachte. Also das geht eigentlich direkt. Also ich krieg die relativ einfach kaputt. Endlich frei. Endlich frei. Also scheinbar greifen die Hohlen nichts an, was sich nicht bewegt, so wie es ausschaut. Weil das ist... Die meisten Dorfbewohner können ja scheinbar einfach im Stillstehen bleiben und dann war's das. Trotzdem kommt, hat dieser Ort ein bisschen wenig Geschichte für meinen Geschmack. Also es ist schön, dass wir hier ein Hohlenloch nach dem anderen dicht machen, aber... Irgendwie... So, ich nehme eine Story, wird hier nicht erzählt. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Loch. So, macht denn Danas das jetzt mal wieder von alleine? Die ist noch gar nicht... Ach doch, da ist er ja schon. Und... Das sollte sie aufhalten. Schnell, wir sollten zur Clansfeste gehen. Ja, sicherlich, das können wir gerne tun. Aber das ist. Aber bis jetzt haben wir hier nicht so richtig den Hintergrund. Ach, das Ding hat ja auch noch einen Indoor-Dingsbums. Das ist ja schön. Das ist, gleich wird es ja noch interessanter. Weil ich würde ja eigentlich vermuten, dass die ganzen Hohlen mal tonnenweise rumstehen, oder nicht? Weil ich glaube, die Hohlen sind auch begrenzt. Die werden nicht einfach so aus der Luft erschaffen. In dieser Richtung gibt es keine Löcher. Kinder des Waldes, ich kehre um. Dieser Ort ist für euch verbotenes Gebiet. Ich warne euch erneut. Geht jetzt oder erleidet die Konsequenzen. Aha, ein Hohlenwachmann. Wir werden unser neues Heim bis auf den Tod verteidigen. Kommt hierher zurück, ihr gefühlloses Schwein! Aha. Also zumindest hinterlassen sie eine Warnung. Das ist ja auch sehr... Wo bin ich denn jetzt, verdammte Hacke? Jetzt bin ich einfach irgendwo in der Landschaft? Folgt den Danas? Ja, warum? Vor allem hier sind noch mehr Hohlen und die rennen einfach daran vorbei. Was soll denn das? Ach, ich hoffe einfach, dass sie aufhören, mich zu aggroen und alles. Ich glaube, das ist... Na gut. Welches Level hatten der Spieler hier? Ach, Level 29 und ich versuche hier zur Hilfe zu eilen hier. Ha. Warum haben wir eigentlich mal alle Leute ein höheres Level als ich? Lasst uns reden. Ich kann erklären, was hier vor sich geht. Ach wie, sie ist auf einmal gefesselt? Das ist ja interessant. Anscheinend möchte er jetzt mit euch sprechen. Irgendein Zeug über die Gesundheit des Waldes und seine Anordnungen. Ich respektiere den Grünen Pakt, so wie alle Bossmeer. Aber er redet über etwas völlig anderes. Hört nicht auf ihn. Wieso sitzt ihr auf einmal? Das ist ja gut, überhaupt keinen Sinn. Na gut. Ja, hallo, Hohlenwachmann. Erklär mal. Vielleicht seid ihr vernünftiger als dieser Bossmeer. Diese Böden sind gesperrtes Gebiet. Wenn man sie hier siedeln ließe, würde das die Gesundheit des Walenwalds bedrohen. Wenn sie nicht gehen, werden wir sie wie eine zerstörerische Wurzel aus dem Wald vertreiben. Ja, möchtest du das vielleicht mal irgendwie mit ein paar Begründungen verfassen? Ich meine, hier nur zu sagen, ja, du kannst hier nicht wohnen, ist eine ganz schlechte Begründung, meiner Meinung nach. Nein, es gibt keine Alternative. Diese Leute müssen gehen. Ihr sollt wissen, dass dies nicht unser Wille ist. Wenn es an uns wäre, würden wir nie jemandem schaden. Wir würden sie bleiben lassen. Aber wir entscheiden nicht selbst über unsere Weisungen. Sie wurden uns bei unserer Erschaffung eingeschrieben. Ja, das weiß ich doch, wer die eingeschrieben hat. Die kennen... Ja. Ich weiß es nicht. Wir wurden vom Wildkönig erschaffen. Vielleicht sind es seine Weisungen, oder vielleicht kommen sie auch vom Wald. So oder so. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass sich niemand in diesem Gebiet niederlässt. Das ist unsere einzige Aufgabe. Ja, da haben wir hier tatsächlich mal einen Putt. Ich muss vor euch beiden betonen, dass wir diese Pflicht nicht wollten. Und sie bereitet uns auch keine Freude. Aber wir können nicht gegen unsere Anweisung handeln. Man könnte das nur umgehen, indem man uns vernichtet. Und das wäre sehr schwierig. Ja, wie denn zum Beispiel? Erklär doch mal, wie das so funktionieren würde. Ja, es verstößt nicht gegen meine Weisung, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass meine Vernichtung alle Hohlen in diesem Gebiet unschädlich machen würde. Ich trachte nicht nach Selbsterhaltung, aber ihr solltet wissen, dass eine solche Tat Walenwald unwiderruflich schaden würde. Also ich bin ja eigentlich rechtschaffend, ne? Aber ich kann leider ohne Begründung kann ich das ja leider nicht einschätzen. Also seine Seite ist auf jeden Fall deutlich schwächer als die Seite der anderen. Und vor allen Dingen, ich bin immer noch ein Hochelfin, das heißt, ich bin total neugierig. Dennoch wäre es das Beste. Ich muss mit Diana sprechen. Das ist das Beste für die Bossma, ja. In Ordnung. Aber meine Anweisungen werden es schwierig machen. Aha. Und jetzt? Ja, also in Dinas, geht weiter. Ach, die war gar nicht gefesselt. Die saß da einfach nur so, die mochte die Haltung oder was? Ihr tut das Richtige. Zerstört diesen Bastard, damit meine Leute hier in Frieden leben können. Ja, ich tue mein Bestes. Ich will ja auch nur leveln. Das ist kann ich ja alle drei gleichzeitig erwischen? Das sind alle drei Ritter, ne? Das ist schlecht, weil ich nicht genug Mana habe, weil ich nicht genug Mana habe, um drei Gegnergruppen gleichzeitig von mir fernzuhalten. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht genug Mana habe, um drei Gegnergruppen gleichzeitig wegzuhalten? Also, drei Gegner an sich. Nein, das will ich nicht spielen, oder? Ich wüsste es auch. Ich kenne mal, wie die Anweisungen hier geschrieben haben, ob die irgendjemanden manipuliert hat. Weil die Leute in der. Was
wir alles für Zeug bei haben. Die müllen ja auch das komplette Inventar voll. Also muss ich echt überlegen, ob ich noch alles mitnehme oder ob ich das langsam sicher mal lasse. Weil eigentlich nicht magische Gegenstände mitzunehmen, bringt ja sowieso nicht so viel. So, ich ignoriere jetzt einfach die meisten. Wo bin ich hier eigentlich genau? Hier wäre ich doch normalerweise auch hingekommen zu dem Gebiet, oder? Also richtig viel Story. Also es gibt hier immer noch... Wir haben jetzt mehr oder weniger mit einem Roboter gesprochen, der hat uns einfach nur erzählt hat, dass er Anweisungen hat, dass er keine Freude daran hat, dass er gedenkt, seine Befehle wortwörtlich auszuführen. Aber so richtig, so einen Hintergrund gab es hier nicht zu der ganzen Erklärung, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, warum haben die Hohlen eigentlich Jäger? Also warum gibt es überhaupt verschiedene Klassen an Hohlen, außer halt Hohle? Ey, was ist denn da? Jetzt brauche ich auch nicht mehr zaubern. Hallo? Die rennen sich, das ist ja ärgerlich. Na gut. Ja, aber ich ahne, wie das ist. Wenn man wirklich leveln möchte, müsste ich jetzt wahrscheinlich an jeden... Das Thief King Bakura. Das ist ja, was ein Name. Was ein Name. Oh, kann der nicht weiter? Oder ist er einfach nur stehen geblieben? Es könnte ja sein, dass es so wie mit der Quest zusammenhängt, dass man hier nur rein kann, wenn man eine bestimmte Quest gemacht hat. Aber warum wohnen die Hohlen überhaupt hier so weit im Boden? Und die Fans brechen gerade mal wieder ein. Das ist natürlich auch klasse. Noch mehr elementare Essenzen. Das wäre alles Zeug, die könnten auch einfach Gold bei haben. Die Frames gehen noch weiter runter. Hervorragend. Ich weiß nicht, warum. Aber wie dieser... Alter, was ist denn hier los? Frames? Also wenn es hier gerade ein bisschen ruckelt, das ist halt nicht hier, das bin ich. Ich weiß auch nicht, warum man das eigentlich macht. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Nee, oder auch nicht. Wenn ich in die Richtung gucke, ist ganz so schlimm. Die andere? Boah, das wohl schon wieder liegen könnte. Na egal, wir machen einfach weiter. Wir haben einen Jäger und ein Dings. Na gut, dann eröffnen wir erstmal mit einem freundlichen Bodenschlag. Hauen ihn wieder rein ins Auge und dann ist... Naja, wie habe ich fast das Gefühl, dass die Ritter weniger aushalten als die Jäger? Der Ritter ist noch gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Was? Rang 2 bei der Kriegergilde erreicht? Das ist ja cool. Das geht einfach nur durchs Kämpfen. Verdammt, ich hätte mich viel früher bei der Kriegergilde melden sollen. Das hätte ich schön leveln können die ganze Zeit schon. So, das hier ist einfach nur... Ach, eine Aspektrune. Naja. Die nehmen wir mal mit. Freie Aspektrune nehme ich immer wieder gerne. Auch wenn ich nie Viereckige in meinen Level finde. Die Frames brechen trotzdem ein. Ich weiß nicht warum. Wie seltsam. Kalt wie Stein. Also wenn der komische Typ mir da auch mal ein bisschen mal eine Begründung gegeben hat, war... Ah gut, er hat keine. Er hat ja gesagt, dass seine Befehle eingeritzt sind, oder seine Erschaffung eingegeben wurden. Und der nicht weiß, warum eigentlich. Was eigentlich auch eine ziemlich doofe Art ist, einen Wächter zu konstruieren, oder? Also ein Wächter ist in der Lage, mit deinem Gegner zu sprechen. Aber er kann dir leider nicht sagen, im vollen Umfang sagen, warum er eigentlich das tut, was er tut. Was irgendwie dem Wächter an sich so ein bisschen die Legitimation nimmt, weil das ist... Weil wenn du intelligente Wachen hast, dann sollten die entweder... Wann ist jetzt hier? Achso, genau. Ja. Dann sollten deine Wachen entweder genau wissen, warum sie tun, was sie tun, oder aber... Weil der August des Lebens ist... Achso, das... Na gut, dann machen wir hier ein besser Ding. Also, weiß nicht. Wenn man schon Wache hat, die reden kann, dann sollte die Wache zumindest irgendwie mit der Fähigkeit... Nein, ich bin Zauberspruch, das ist ja ekelhaft. Wenn ihr schon die Frames so in den Keller gehen, dann würde ich jetzt zu gerne mal ein bisschen mal die Magie treffen. Wenn es so wie geht. Wie ist das der AOE? Das ist irgendwie manchmal... Habe ich das Gefühl, der macht vergleichsweise viel Schaden und manchmal habe ich das Gefühl, der macht gar keinen Schaden. So wie krittet der oder beziehungsweise krittet auch nicht. Und die Frames gehen weiter runter. Wir sind dann die ganze Zeit bei 19 und 18, aber ich weiß halt echt nicht warum. Vor allem muss ich gleich noch eine Tür gehen, um den... Ach, guck mal, diesmal haben wir mal Fernkämpfer. Ich sollte vielleicht erstmal einen einzelnen rausnehmen. Der Bogenschütze tut mir ja erstmal relativ wenig. Das ist relativ wenig, der haut mich schon, aber. Es könnte deutlich schlimmer sein, was er macht. Aber die holen sie jetzt nicht, ich sag nicht so. Irgendwie kenne ich diesen Höhlentyp ja schon mal, weil ich kann mich dunkel erinnern, dass ich genau diesen Move schon mal gemacht habe. Einfach runterzuspringen. Nämlich, wo ich damals im Schwarzwald. Ich war nicht ganz im Schwarzwald, aber ich bin schon da, wo ich war, wo diese komischen Dornranken da im Auftrag waren. Einen Anführer tun. Ach, ich will hier fischen, aber ich kann leider nicht, weil ich immer keine Kühe habe. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Also, Fischen ist in ESO, glaube ich, auch so eine Sache, wie wenn du mit deiner Gilde im TS sitzt und dich einfach nur über Gott in die Welt unterhältst. Denn ist Fischen wahrscheinlich genau das Richtige. Obwohl so ein MMO generell eigentlich eine super Geschichte ist, um die irgendwie, wenn du gemeinschaftlich gerade am Chatten beim Unterhalten bist, das zu machen. Du musst ja nicht mal gemeinschaftlich spielen, weil einfach, wenn du dich unterhalten kannst. So, der Wachmann ist der dann, ne? Kann ich hier irgendwie vielleicht vorher ein paar andere Leute pullen? Weil der Wachmann an sich, der ist mir ein bisschen unsympathisch. Ich würde ja nicht. Das Problem ist bloß an dem Wachmann, den Wachmann alleine zu pullen, scheint mir irgendwie
minimal schwierig zu sein, all die weil. Mann, warum ist das schon wieder so ein. Aua, aua, aua. Überlebt das noch? Mann! Aufgewickelte Leine. Ach, das ist der komische Dingsbums. Holen. Ja, komm, wir machen hier. Das dann die Seelsteine habe ich noch. Das soll ich vielleicht mal nachgucken. Ich habe noch 6 Stück. Das würde gerade noch ausreichen. Ey, der Hohlenwachmann, der ist jetzt schon scheiße. Warum ist denn das auf einmal ein Magier? Ich denke, das ist ein Wachmann. Und nicht ein Magiermann. Also, in meiner kleinen privaten Welt müssen alle Wachmänner eigentlich irgendwie so mit Nahkampf zu tun. Gut, dann versuchen wir mal, ihn so lange zu disablen. Bis ich zumindest seine Leute umgehauen. Ja, das funktioniert aber nicht. Das funktioniert ja mal so gar nicht mit dem Disablen. Da hätte ich mir ja wirklich deutlich. Nein, jetzt frisst der andere. Fort mit dir, du komischer Hohlenwachmann. Ich muss erst deine Ritter platt machen. Würde der verhärtete Ritter bitte auch gerne mal Schaden nehmen. So, jetzt aber hier, Vollblase. Lass dich doch mal ein wenig durch die Gegend kugeln. Am besten. Na, ging noch. So. Also ich weiß ja, dass die Aussage war, wenn ich ihn töte, dass ich alle in diesem Gebiet ausschalte, was sehr, sehr dummes System ist. Warum hat der eigentlich hier so einen Blitzedingsbums oben drauf? Ja, das ist ja auch irgendwie komisch. Wurde der vielleicht beeinflusst von außen? Das könnte natürlich auch sein, dass der eigentlich gar nicht im Sinne seiner Handlungen gehandelt hat. Obwohl, das wäre eigentlich durchaus möglich. Also das ist. Könnte schon sein, dass sich irgendwelche Dinge sich der Macht des Waldkönigs entziehen. Zumindest aufschießen möchte man es nicht, ne? Wie dem aber auch sei. Ich freue mich übrigens riesig, wenn ich Level 23 bin, weil dann kann ich 3 Rüstungsgegenstände mehr anlegen, kann glaube ich einen neuen Stab benutzen. Ja, und sonst habe ich ja nichts davon, aber ich bin dann zumindest so nah an Level 25 dran, dass ich eventuell mal in Betracht ziehen könnte, meine Hauptquest weiterzumachen. Nein, nur für die Ach. Jetzt auf einmal. Weil nur für meine Hauptquest spiele ich ja eigentlich. So, hallo Indinas, wie geht's dir so? Unsere Späher sagen, dass die Hohlen nicht mehr kämpfen. Manche sind zu Staub zerfallen. Andere sind einfach weggegangen. Ich schätze, das bedeutet, ihr habt den Wachtmann vernichtet? Ja, war gar nicht so schwer. Kannst jetzt hier rasten und gucken, was jetzt kommt. Ich kann euch unmöglich jemals genug für das danken, was ihr getan habt. Das ist das erste Fünkchen Glück, das mein Clan seit vielen Monden hatte. Das bedeutet, dass wir nun hierbleiben und einen Neuanfang wagen können. Wo immer ihr auch hingeht und was immer ihr auch tut, für die Driladan werdet ihr immer ein Champion sein. Ja, Wallenwald? Ich kann es nicht leugnen. Jetzt habe ich schon so meine Zweifel, aber wir werden den Wildkönig um eine Audienz ersuchen. Wenn er von unserer Bedrängnis hört, wird er mir sicher zustimmen, dass wir uns hier niederlassen dürfen. Er wird auch dafür sorgen, dass der Wald beschützt wird. Ja, natürlich. Gib mir Level 25 Gegenstände. Die NPCs hören nicht auf, mir immer höherleveliges Equip zu geben. Folge die Wespe, das möchte ich ja nicht. Schattenkrüchen schicken. Ja, ist ja schön. Was ist denn jetzt? Wir sind ja mit nur. Was ist denn das hier oben eigentlich alles? Ich hab irgendwie. Was ist denn das hier oben für eine Stadt? Weiß ich das schon? Also, mir fällt übrigens gerade auf, dass. Ich kann so rausziehen. Mir fällt gerade auf, dass die Region hier ja auch richtig dolle groß ist. Ich hätte ja da oben auch noch aus der Stadt rausgekommen. Ups. Seit wann gibt's denn die Region hier oben? Weil ich war bis jetzt immer der festen Meinung, dass die Karte hier so aufhört. Ups. Jetzt ernsthaft? War das hier schon immer so groß? Da gibt es ja eigentlich nur einiges zu erkunden. Ich kreuche hier in der letzten Ecke rum. Mann. War gar nicht notwendig. Nun gut, dann können wir uns ja eigentlich auf den nächsten neuen Schandtaten bereit machen. Jetzt ist ja alles ein bisschen anders, oder? Also, die Stadt war ja vorher da, aber die scheinen jetzt hier, naja, Dorfbewohner. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Nee, leider nicht, aber das ist, aber es ist leider keine, naja, ich will mal sagen, variable Stadt. Heißt, das ist, ich kann ja, das finde ich so schade an all diesen Städten, die ich retten kann, beziehungsweise auch nicht retten kann, wo ich die Entscheidung habe, dass die niemals so ein Ort werden, wo ich was machen kann. Ach, Anglon steht hier immer noch da? Ist es vorbei? Wir können bleiben. Das kann ich kaum glauben. Aber ich danke euch. Ihr wisst nicht, wie sehr. Oh, doch, das ist nicht das erste Mal, dass mir jemand dankt. Insofern kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber ich sehe gerade, auch da oben ist so eine dumme Schmiede, ne? Ich hätte mir ja nicht beim letzten Mal schön den Weg sparen können. Aber wir können erstmal mit Fire Death sprechen, jetzt sicherlich. Ist sicherlich bereit. Ich dachte, ich hätte das Klingeln von Münzennamen gehört. Ja, möchtet ihr etwas kaufen? Ja, hier, guck mal, nimm mal zum Beispiel dieses komische ganze Zeug hier, mit dem ich nichts anfangen kann, wie zum Beispiel diese Leinenhandschuhe. Warte mal, ich mach gerade Rückkauf, ne, ich Idiot. Ja, ich mach gerade Rückkauf. Ach, Mann, oh! Moment, da müssen wir gleich nochmal verkaufen. Das war beim ersten Mal ja schon lustig. Dann machen wir es gleich nochmal. Hier schwer rüsten kann ich weg.
Der Mist kann weg. Das ist, bevor ich das wieder verwerte, ich glaube, ich nehme jetzt wirklich, ich verkaufe jetzt wirklich alles, was weiß ist. Verkaufe ich jetzt einfach nur noch, weil das Zeug nur für Holz verticken, das hat keinen Sinn. Die magischen Gegenstände, wenn ich die auseinanderbaue, da kommt eventuell noch was bei rum, aber so. So, warte mal, dann möchte ich eigentlich am besten, kann ich am besten das komische Handwerksmaterial, was ich gerade wieder eiskalt zurückgekauft habe, kann ich nicht direkt wieder verkaufen. Gut, da ich das kein Geld kostet, ist es sowieso egal. Obwohl, beim Rückkauf hat es wahrscheinlich Geld gekostet, oder? Ah, guck mal, wie teuer die Elementar ist. Sogar das verdorbene Fell ist halbwegs teuer. Ne, Nickel ist umsonst, na gut. Also zumindest das Zeug könnte ich quasi temporär bei Händlern einlagern. Auch sehr interessant. Nun gut, wie auch sei, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder, wenn es dann mal wieder heißt Elder Scrolls Online. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich wie immer über Kommentare oder einen Daumen nach oben freuen oder hier wisst schon so Zeug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.